Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier im Oxbow. Ja, ich habe mir mal diesen seltsamen Gänsekopf aufgesetzt. Ich finde das eigentlich recht lustig, was immer das bedeuten soll, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht ehren wir heute mal die Gans, ne? Und wenn man so springt, dann quakt man, ne? Hier, so. Ja, gut. Dann gehen wir heute mal so, sind wir heute mal so unterwegs. Ja, was wollen wir heute machen? Ich wollte mit euch jetzt mal gucken, wo wir den Schweinestall aufbauen. Das hat man letztens schon versucht und sind da kläglich gescheitert. Ich wollte das hier hinbauen, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Ja, dann will ich mal gucken. Vielleicht haben wir doch die Möglichkeit, den hier hinten noch mit aufzubauen. Aber ja, gucken wir mal. Könnten man machen, ne? Da müsste ich hier noch ein Häusel hinbauen. Vielleicht. Man könnte das tun, ne? Ja, und dann machen wir einen Zaun hier drumherum irgendwie und... Oder ganz anders. Nee, ganz anders. Stop-Kommando zurück. Jetzt gucke ich erstmal, was habe ich denn überhaupt einstecken. 9 Scholzstämme, Bretter habe ich bloß 9. Also müssen wir erstmal ins Lager. Gucken, wie viele Bretter wir da haben. Und ja, dann bauen wir einfach mal ein neues Gebiet. Für Landwirtschaft, Tierzucht und so weiter. Ich denke, das müssten wir heute mal irgendwie hinkriegen. Bretter haben wir. Nehmen wir uns einfach mal was. So. Holzstämme hatte ich gesagt, haben wir 90. Ja, wie viel haben wir sonst noch da? Ja, dann nehmen wir noch mal ein paar mit hier. So. Okay, noch die Gase mit abgezählten Stämmen rumlaufen. Und da würde ich sagen, dass ich jetzt hier hoch zu einem Weg ziehe. So. Und dann machen wir uns jetzt hier oben noch ein bisschen Landwirtschaft mit hin. Ich wollte erst das Dorf nicht so weit auseinanderziehen, aber vielleicht ist das doch gar nicht so falsch, wenn wir hier oben auch noch ein bisschen bauen, ne? So. Wir müssten... Eigentlich könnte man doch. Ich nehme mal den Hammer in der Hand. Ich muss doch noch mal ein Stückelweg wegreißen. So. Und da will ich sozusagen als Eingang wenn das geht. Nee, lässt er mich nicht. Warum? Was ist da wieder falsch? Ist das der Hang hier oder der Schotterweg, der hier stört. Hier geht's hin. Genau, so. Machen wir jetzt als Eingang für diese, für das neue Landwirtschaftsgebiet die Scheune einfach mal hier mit hin. Und die bauen wir jetzt noch nie auf. Das machen wir erst, wenn wir die Materialien alle zusammen haben, weil ich jetzt hier die zweite Scheune baue. Moment, müssen wir erst wieder wegmachen. Weg. So. Das. Stöcke. Ich brauche auch Stöcke.
So, und dann wollte ich jetzt wirklich gucken, wie machen wir das jetzt? Wo bauen wir jetzt die Tierzucht hin? Wenn ich nicht weiter weiß, ne? Das Fundament könnte man ja setzen. So, das machen wir mal. So. Okay, dann ist da vorne ja die Brücke. Das ist ja auch nicht schlecht, der Specht. Und hier hatte ich ja schon mal die ganzen Bäume weggeholzt, oder? Habe ich hier Bäume weggeholzt? Ja, habe ich. Hab ich. So, wir wollten Tierzucht, ne? Ich brauche die Schweine, also das müssen wir auf jeden Fall machen. Und zwar, wo setze ich jetzt den Schweinestall her? Das ist wieder so eine gute Frage. Nächste Frage. Sieht ein bisschen seltsam aus mit dem Gänsekorb, ne? Ich habe das Ding gefunden und ich habe mir das noch nie aufgesetzt und jetzt muss ich das einfach mal ausprobieren. Das sieht schon ein bisschen krass aus. Ja, gut. So, hier haben wir die Steine, bitte. Gut, dann machen wir jetzt hier. Wir setzen hier einfache Häusel jetzt daneben. Erstmal ein Häusel für die Tierzüchter. Können wir machen, ne? So. Und da bauen wir mal. Ich baue lieber in der anderen Ansicht. Wartet mal, da muss ich mal ganz kurz wegschalten. So. Ja, den Baum muss ich wegnehmen. Das lässt sich nicht ändern. Okay, dann machen wir das. So. Halt, stopp, 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 stopp. Und hier kommt eine Holzwand hin. Hier oben eine Steinwand. Ja, auch. Dann machen wir hier wieder eine Steinwand. So. Okay. So, da hätten wir das. Und jetzt brauche ich erstmal die Axt. Da muss der Baum im Weichen. Ist nicht zu ändern. Der ragt mir zu sehr ins Haus rein. So. So. Schön. Gut. Dann möchte ich jetzt gerne den Schweinestall bauen. Wie baue ich den Schweinestall? Der muss hier noch mit her. Ja, hier daneben wäre jetzt ein bisschen. Doch, könnte man vielleicht. Moment mal. Den setzen wir einfach jetzt hier hinten dran. So. Gut, hammern. Ich brauche jetzt nur ein Zäunchen. Ja, die Sicht will ich mir nicht verbauen, ne? Also wir nehmen doch den Zaun hier. Oder? Wie würde denn das aussehen, wenn ich, nein, nein, so einen Holzzaun nehme?
So. Und so. Und dann. Na gut, das kann man schon so machen. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt einfach mal. So. Und dann könnte man sagen, ich muss erstmal den Weg hier ein Stück weiterziehen. Wo ist denn jetzt eigentlich die Brücke da drüben, ne? Ja, hier. Wir ziehen das mal bis hier vorne hin. So. Und jetzt will ich einfach einen kleinen Stockzaun erst mal gucken, wie ich es jetzt am besten mache. So. So. Hier dran. Genau. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Eingang hier. Wird es wieder dunkel, ne? Jetzt fange ich wieder an zu bauen, wenn es dunkel ist. Herrlich. Bin begeistert. So. Okay, also Stöcke halten wir. Das können wir auch gleich bauen. Und natürlich ist unser Hammer kaputt gegangen. Super. Halt, ich wollte euch doch mit dem Gänsekopf hier begeistern. Aber ja, okay. Na komm schon, bau doch mal den Zaun. Es ist ein bisschen unglücklich zum Bauen mit dem mit der Sicht hier, aber gut. So, da hätten wir das. Und natürlich brauchen wir den Weg. Den ziehen wir jetzt hier rüber. So. Und so. Alles klar, da hätten wir das. Da haben wir jetzt den Schweinestall. Und ich habe Durst und Hunger. Habe ich was zu trinken einstecken? Also Fleisch hätte ich was zu essen da. Aber zu trinken habe ich glaube nicht, ne? Einen Trinkschlauch habe ich keinen, ne? Ja, erstmal so eine Kirsche. Ah Gott. Kriegen wir schon. So. Oder wir gehen erstmal schlafen. Ich steck den Hammer weg. Wir gehen erstmal schlafen. Und da bauen wir dann weiter. Da gehen wir uns frisch machen. Trinken einen Schluck. Ganz schönes Ende zu laufen hier. Ja, aber so ist das. So. Gänslein, bade dich mal, mach dich frisch, ja. Oh Mann, sieht das schräg aus. Na? Okay. So. Dann gehen wir mal schnell schlafen und dann bauen wir im Hellen weiter, ne? Das macht ja sonst keinen Sinn. So. Guten Morgen. Ausgeschlafen. Ich soll ein paar Verwandte herbringen. Oh, das ist schön. Mach das mal. Gut, wir bauen weiter. Wir schnappen uns den Hammer. Und
Wir hübschen das noch ein bisschen auf. Ne? Vielleicht können wir auch die Scheune gleich fertig bauen. Müssen wir mal gucken hier, dass das nicht so halb fertig aussieht. Machen wir das mal. Eine blöde Sicht zum Bauen, aber ja. Ich wollte heute mit euch mit diesem Kopf rumrennen, also machen wir das. Gut, die Scheune ist fertig. Sehr schön. Ja, und da machen wir gleich hier so einen Zaun auch hier lang, hier rüber zu. Ja. Gut. Habe ich bloß noch 11 Holzstämme. Wir bräuchten ja auch noch ein Lager hier oben dann, ne? Ja, wie machen wir denn weiter? Wollen wir uns die Schweine ranholen? Jetzt ist die Frage, habe ich überhaupt Tierfutter? Genügend. Ja gut, das könnten wir vielleicht auch noch unterwegs holen, ne? Da laufen wir mal ganz schnell. Nach Klonitzer, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Viel Geld habe ich nicht, habe ich was zu verkaufen? Ja, ein paar Säckchen könnte ich verkaufen, ne? Was habe ich denn hier alles einstecken? Sagte mal. Ich muss das erstmal wegräumen. Was ich hier einstecken habe. Und ich mache von dem Rest hier mal ein paar Säckchen noch. Von dem Leder. Muss ich im Jagen gehen und wieder Neues ran schaffen, ne? Ich glaube, die Jäger haben wir auch noch gar nicht gebaut, oder? Haben wir einen Jäger? Ich weiß es gar nicht mehr. Ei Gott, ich bin total durch den Wind. Das kann ja nicht sein. Doch, die Jäger haben wir gebaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier lassen kann. Ich schmeiß erstmal die Bretter hier wieder rein. Die Federn, ne? Die Holzschaufeln brauche ich auch nicht. Pelz muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. Den Weidenkorb auch nicht. Den Roggen nicht. Das Brot, na gut, was zu essen brauche ich ja selber auch. Das ist ja nun mal nicht so schön, ne? Entschuldigung, ich sollte mir auch noch eine andere Hose besorgen. Ich renne ja hier immer noch mit der Winterhose rum. So, dann gehen wir mal hier rein. Und dann legen wir mal hier die Äpfel, können wir hier reinpacken. So. Ein bisschen Fleisch haben wir auch noch. Aber ich habe nicht mehr viel zu essen. Einstecken, ne? Ja, gut, machen wir so. Ein bisschen was habe ich ja. Ist ja nicht so, dass ich verhungere. So, und jetzt geht's los. Jetzt holen wir uns die Schweine. Da muss ich natürlich bis Klonitzer. Und das wollte ich auch nochmal umbauen hier, also mit der Kräuterhütte. Aber das werde ich wahrscheinlich mal ohne euch machen. Irgendwie gefällt mir das mit der Kräuterhütte nicht. Kann ich mir nicht helfen. Ne? So, da holen wir uns jetzt Schweine ran. Und vielleicht auch gleich noch einen Tierzüchter. Ich hoffe, wir finden da noch jemanden. Ich würde vielleicht sagen, dass ich die Kutsche nehme, oder? Gucken, was das kostet bis nach Klonitzer.
brauche ich keinen Bogen. Ich würde sagen, das machen wir. Ey, wir da hinlaufen, das ist ja auch schon wieder ewig lange hin dann, ne? Ich glaube, so spannend wäre das dann auch nicht. So. Fuhrmann? Ich brauche mal eine Mitfahrgelegenheit nach Klonitzer. Danke. So. Wir gucken erstmal, ob wir überhaupt jemanden hier haben, der uns an die Tiere versorgt. Aber ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob wir hier schon geguckt hatten. Das ist das Problem. Ja, die taugen nicht, das ist das Problem. Die taugen einfach nicht. Oh Gott, was mache ich denn da? Wie viele Leute habe ich denn in der Landwirtschaft sitzen? Einen im Feldschuppen, das ist schlecht. Kann ich auch keinen rausnehmen. Wisst ihr was, ihr Lieben? Ich schalte euch mal kurz weg. Ich laufe noch mal nach Skauki, ne? So, da bin ich zurück wieder in unserem Dorf. Ich bin wieder in unserem Schweinestall. Ich habe natürlich niemanden gefunden, der hier für unsere Tiere da ist. Also habe ich sie erstmal kurzerhand selber gefüttert. Wir könnten noch nach Ostoja gehen. Das können wir mal machen. Die Richtung ist richtig, genau. Die Richtung ist richtig. Da gehen wir mal schnell in Ostoja und gucken, ob da jemand ist. Und ansonsten versorgen wir die Tiere selber und oder warten auf den Sommer, der ist ja bald. Wir haben ja jetzt hier die letzte letzten Tag vom Frühling. Aber wie gesagt, das sollte noch laufen und mal gucken, wie wir weitermachen. Auf jeden Fall bauen wir uns auch noch ein Pferd und holen uns irgendwann auch noch Schafe, aber wir müssen erstmal wieder zu Geld kommen. So ist das leider, ne? Ohne Knete keine Fete, wie man so schön sagt, ne? So, wer ist da? Ist ja bloß noch sie hier. Nee, die ist auch nicht. Das ist natürlich ärgerlich, aber nicht zu ändern. Da würde ich jetzt sagen, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was bauen können, oder? Das ist doch vielleicht auch was. Wir können ja noch ein bisschen vorzeichnen, wo was hinkommen soll. Oder wir bauen einfach noch das Materiallager da oben noch mit hin, wo wir jetzt die Schweine haben. Wir gucken einfach mal, wie wir das jetzt lösen, ne? Muss ich erst mal gucken, bin ich in die richtige Richtung? Ja, hier geht's lang. Hui! Ja. Das klingt schräg, ne? Herrlich, wer sich das hat einfallen lassen. Naja, und ich kann wieder nie an die Steine vorbeilaufen, ne? Wie immer. Gut, wir brauchen jetzt das nicht mehr. Ja, wo sind wir denn hier? Ich muss mal ein bisschen gucken. Also, ja, okay, hier vorne ist der Wasserfall, ne? Oder? Genau, hier ist der Wasserfall. Naja, da könnte man hier oben, hier daneben vielleicht noch ein Häusel setzen. Beziehungsweise wir bauen mal noch das Materiallager hin. Wo bauen wir denn das auf? Ich würde sogar sagen, hier oben das lassen wir für
die Tierzucht, ne? Und hier will ich ja eigentlich auch noch mal. Ich habe hier sogar schon einen Weg gezogen, oder wie jetzt? Nee, habe ich nie, aber das könnte man. Dann machen wir das. Wir ziehen hier mal noch einen Weg. So. Und da würde ich hier oben noch auf jeden Fall gucken, wo wir das Lager aufbauen. Was ist denn da? Ist da irgendwas? Ne, das sind bloß Felsen, ne? Tiere sind keine mehr hier. Okay. Gut, wo haben wir unseren Weg? Hier. Da ziehen wir den mal weiter. Die Bäume, die auf dem Weg dann stehen, die können wir ja fällen. So, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten mache. So. Geht's denn hier eigentlich hin? Vielleicht auch nicht gerade optimal, was ich jetzt hier gemacht habe, oder? Aber laufen wir den Weg nochmal ab und dann würde ich sagen, doch hier oben her setzen wir jetzt das zweite Materiallager oder dritte. Wie viel haben wir jetzt? Zwei haben wir unten stehen, ne? Wir packen jetzt hier noch eins her. So. Ich würde das, aber ich will erst die Steine einsammeln. Ohne die Steine geht hier gar nicht. Obwohl ich ja genug habe, ne? Aber irgendwie, ich kann es. Muss die einsammeln. Ich muss hier ein bisschen Ordnung schaffen. Weil es ist so. Ich bin ein ordnungsliebender Mensch. Ja, so ist das. Okay. Aber wir müssen uns beeilen, weil letztlich ist hier gleich. Zappenduster, ne? Da wechselt die Jahreszeit. So, die weg. Die Schaufel brauchen wir noch. Dann buddeln wir den Stamm noch aus. Und gib mir doch mal die Axt. Nimm doch mal die Axt, Mädel. Oh Gott. Naja, wie gesagt, mit dem Gänsekopf renne ich bloß heute rum, ne? Das ist schon ein bisschen schräg, würde ich mal sagen. So, jetzt brauchen wir den Hammer. Habe ich, warte mal, was habe ich denn? Ich habe sogar schon das dritte. Oh, ja gut, wir können es herstellen. Bauen tue ich es aber noch nie, weil wie gesagt, ich brauche dann dazu... Ich brauche dann dazu noch die Wolle, das Wollgarn. Ja, da können wir das heute nicht bauen, aber ist vielleicht auch nicht so schlimm. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwie den Pferch platziert kriegen. Oder zwei. Keine Ahnung. Irgendwie machen wir das schon. So, ihr armen Schweine, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt hier überhaupt niemanden, der sich um euch kümmert, ne? Ihr armen Tiere. Aber wir könnten ja vielleicht ein kleines bisschen Deko noch hier herstellen. Wir gucken mal. Das war noch eine Wasserschüssel. Kann ich nicht, ich habe keine Bretter. Und dann nehmen wir derweile das hier so. So. So.
und das. Ja, und dann hole ich einfach mal noch Bretter. Schaffen wir das von der Zeit her noch? Ja, das schaffen wir noch. Da hole ich mal ein paar Bretter und vielleicht noch Eimer, da können wir das Wasser noch erfüllen und dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier. Ne? Oder wir wechseln noch zusammen in den Sommer, das können wir auch machen. Stecken wir einen Hammer weg. Wir brauchen ein paar Eimer mit Wasser. So, Bretter. Kann ich mir ruhig mal wieder ein bisschen was mitnehmen hier. Haben wir auch noch Holzstämme? Hier haben wir Eimer. Gut, dann nehmen wir die hier gleich. Die machen wir voll mit Wasser. Und Holzstämme brauche ich noch ein bisschen was. So, das machen wir ganz schnell. Ganz schnell ist gut, ne? Wenn ich hier nicht so weit latschen müsst bis zum Brunnen. Wäre das auch nicht schlecht. So, voll machen bitte. Okay, so. Und jetzt gehen wir ganz schnell den Wasserbottich auffüllen. Lauf, Mädchen. Lauf, Gänschen. Ja. Oh Gott, wer sich das hat wirklich einfallen lassen hier? Ich weiß ja nicht. Aber gut, ist auch mal ein bisschen was Lustiges, ne? Muss ja nicht mal alles so ernst genommen werden hier. Ist ja alles schon ernst genug, ne? So, jetzt kriegt ihr noch eure Wasserschüssel. Wo stellen wir die denn hin? Ich würde sagen, die können wir ja hier so herpacken. Hier so. So, bitteschön, Schweinchens. Jetzt habt ihr auch noch was zu trinken. So ist das doch toll, ne? Genau. Gut, ihr Lieben, jetzt gehen wir schlafen. Wechseln noch zusammen in die neue Jahreszeit. Und es ist wieder schön beleuchtet hier bei uns. Das finde ich toll. Haben wir doch ganz gut gemacht, ne? So, unser Haus ist hier. Unser Mann, der unterhält sich hier noch. Naja, soll er machen. Und wir wechseln in den Sommer. My uncle had been building his house for 10 years. Howdy! Ja, was beschäftigt dich denn im Moment? Gnundroni, Nuknok, Gnudrin, was? Verdammt, rückwärts zu sprechen, schwieriger als ich dachte. Okay. Wie steht's um unser Königreich? Es gibt nicht genug Handwerksmacher. Oh, das kommt mir bekannt vor, dieser Spruch. Okay, ja, denke ich auch, ne? Gut, ihr Lieben, ich würde jetzt sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Die Gans verabschiedet sich von euch. Oh Gott. Ja, und ich danke euch natürlich ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, lasst euch gut gehen, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!